Räume, selbst auch bei uns, so auch in Baku. Eigentlich müsste man sagen, der Sommer ist da, aber irgendwie kommt erst der Frühling, aber die ganzen Pollen, die Blätter, das fliegt und weht halt herum. Baku ist ja auch die windige Stadt, auch wenn jetzt nicht viel Wind ist, aber es ist... Die Stadt des Windes. Das ist das Windes, ja. Eine windige Stadt. Okay, ich entschuldige mich. Reiseverbot. Nein, ich war ganz oft in Baku. Wir haben auch geschäftlich viel zu tun. Ich liebe die Stadt. Ich liebe die Stadt. Wir haben ein super Essen dort. Ja, tut mir leid. Das jetzt nicht mehr um. Ja, falsch übersetzt, aber... Nichtsdestotrotz, der Grip ist weg, weil über Nacht einfach von den Bäumen runter auch sehr viel Staub, Pollen fliegt. Und das muss ich erst wegfahren. Und das fährt man eigentlich lustigerweise nicht durch den Reifenabrieb weg, sondern die Autos funktionieren als Staubsauger. Und keine Rennklasse wie die Formel 1 hat so viel Abtrieb. Das heißt, sie saugt sich auf den Boden und saugt natürlich auch raus, was auf dem Boden ist. Und deshalb wird jede Runde schneller, wegen Gummiabrieb und der Staubsaugerwirkung der Autos. Und es mag vielleicht auch mit einer Maßnahme von Pirelli zu tun haben, die der Reifenlieferant von gestern auf heute gesetzt hat. Denn man hat den Minimum-Reifendruck auf der Hinterachse erhöht. Das ist eine bindende Vorgabe, die müssen die Teams einhalten. Pirelli macht das, um die Sicherheit der Reifen zu gewährleisten. Die Compounds sind um eine Spur weicher als 2019. Und daher hat man jetzt einfach mehr Druck reingeblasen. Vorgeschrieben. Ja. Ne? Ja, nein, ich muss gerade über die windige Stadt lachen. Oder nicht lachen. Wir haben uns in Baku immer sehr wohl gefühlt, mega, als wir mega, noch hin durften. Das darf man immer. Ja, hoffentlich bald wieder. Gibt es einen ganz kurzen Wirten, da essen wir immer das Grünzeug zur Vorspeise. So gut vom Garten des Wirten. Ja, und in Baku sind ja die aserbaidschanischen Tomaten sind sehr berühmt. Ja, bitte, Alex, fahr fort. Es sind auch so, dass sie selbst in Moskau... Essen sie aserbaidschanische Tomaten. Baku-Tomaten sind angesehen ganz oben als die besten Tomaten und schmecken auch extrem gut. Ja. Also da darfst du nicht lachen, sondern es ist de facto so. Ja. Schlawiner. Die Baku-Tomaten. Ja, ey. Toll, hinter der Mauer, dort haben wir immer gewohnt und dort ist der Wirt zu Hause. Ja, schön war's. Ja, und das frisch gemachte Brot am Holzofen, kannst du dich noch erinnern, wie gut das geschmeckt hat. So, da geht's jetzt runter für Carlos Sainz, jetzt geht's an die wahnsinnig lange Gerade. Zurück zu Start und Ziel mit der schnellen Schikane. Gut zu sehen, wie sind da durchbeutelt, denn Carlos Sainz drinnen in seinem Ferrari, da sind extrem viele Wellen. Ich habe die Geschichte schon mehrmals erzählt, ich erzähle es eigentlich jedes Jahr. Man sagt, dass diese lange Gerade so wellig ist, weil man da früher immer die Militärparaden abgehalten hat. Das ist halt jetzt auch immer vom Fischernetz am Monaco, aber... Ich wollte es gerade sagen, ja. Aber schau, Fakt ist, so wird Zeit, war das Prachtstraße, wo man dann tatsächlich mit den Panzern drüber gefahren ist. Das stimmt schon, aber sie wurde komplett neu hergerichtet beim Bau dieser Strecke, wurde bis zum Unterbau abgegraben, aber es ist ein regained land, also neu gewonnenes Land von vor vielen Jahren und da gibt es immer wieder Setzungen und auch so setzt sich das wieder. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in den nächsten 2-3 Jahren irgendwann einmal die Strecke Oberfläche abgegraben wird und neu asphaltiert wird. Es ist sehr wellig, aber nicht vom akzeptabel. Ja. Nein, es ist eigentlich mehr Civil Engineering und nicht kriegstechnische Paradeneinflüsse, die du hier... Das heißt, sie haben es einfach schlecht asphaltiert und deswegen ist es... Nein, nicht schlecht asphaltiert, sie haben es schon recht gut gemacht, aber... Ja, aber die werden ja nicht absichtlich da die Nein, aber es sind Bodensetzungen, die bei Land, das irgendwann neu aufgeschüttet worden ist, hin in das Kaspische Meer hinein, gibt es diese Setzungen und normal im Auto spürst du es nicht, aber brettelhartes Formel 1 Auto spürt jede Bodenwelle und
Da redest du von 0,5 bis 1 mm Setzungen. Das passiert so. Da steckt der Verstappen in der Bande, Kurve 15, wenn ich es richtig sehe. Da, wo Leclerc auch ausgerutscht ist gestern, erwischt heute Max Verstappen und ist die Radaufhängung gebrochen.